Ja, und ein herzliches Willkommen zur Show Nummer 9 von ABG Info on Air, Wissen was abgeht. Ich sitze hier jetzt im Moment im Studio bei 33 Grad. Ja, es ist sonnig oder soll ich sagen eher heiß. Also hier kommt man schon beim Reden ins Schwitzen. Aber dennoch werde ich die Sendung jetzt hier durchziehen. Ja, für alle, die noch nicht wissen, was hier in dieser Sendung geschieht oder die neu eingeschaltet haben jetzt, und zwar blicken wir auf aktuelle Informationen, Nachrichten der vergangenen Woche zurück. Nennt ihr euch, lesen die euch vor, ihr müsst das nicht unbedingt dann lesen. Hören ist manchmal besser als, ja, sehen. Und ihr kriegt einen Ausblick auf Veranstaltungen am Wochenende. Und ja, eventuell auch auf Straßensperrungen der kommenden Woche. Also, so wie ich das gesehen habe, gibt es einige für die kommende Woche. Unter anderem kann ich die Teichstraße mal wieder nennen. Ja, und nun mal noch ein Rückblick zu dieser Woche. Und zwar fand am Mittwoch in Cosma eine Veranstaltung statt, die hochkarätig war. Zum zweiten Mal war Kompakt live zu Gast in Zusammenarbeit mit dem Bürgerforum Altenburger Land. Und wir waren vor Ort und müssen sagen, also es war eine hochkarätige Veranstaltung mit hochkarätigen Rednern. Unter anderem der Jürgen Elsässer, der Andreas Siegmüller und der Gerd Schulze-Ronow, ein hochdekorierter General, NATO-General. Ja, was soll ich sagen? Also die Stimmung dort und die Atmosphäre waren grandios. Ja, nochmal kurz was am Rande. Und zwar betrifft es die Presse- und Meinungsfreiheit, auch im Altenburger Land. In einer Rede dort kam Folgendes hervor. Und zwar gibt es eine Zeitung im Altenburger Land, die hatte die Werbung gedruckt für diese Veranstaltung. Sollte sie aber dann nicht mehr drucken bzw. ändern, auf Druck von gewissen politischen Strömungen im Altenburger Land aus Erfurt und Berlin. Also können wir hier sagen, von unserer Plattform mit der Pressefreiheit ist es hier nicht mehr weit her. Also hier wird gemacht, was man will. Und das sind wir ja in Berlin schon gewohnt. Ja, nichtsdestotrotz, wer die Handzettel dennoch sehen will und sich jetzt dafür interessiert, der kann sie auf unserer Seite nochmal anschauen. Ja, den Link gibt es in den Shownotizen. Ja, nun gut, wollen wir mal zu den Themen der Region kommen. Und zwar für die Woche vom 20. bis 26.06. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. It's the summer highlight. Ja, kommen wir erstmal zu den aktuellen Informationen aus Altenburg und dann noch zu ein paar Straßenverkehrsmeldungen. Was gab es denn diese Woche so Schönes? Ja, es gab Geld für Vereinsheime, Stellplätze und Wegebau. Und zwar wurden wieder die Kleingartenvereine gefördert. Mit mehr als 60.000 Euro werden in diesem Jahr Projekte in Altenburger Kleingartenanlagen gefördert. Altenburgs Bürgermeister Michael Wolf und der Vorsitzende des Regionalverbands Altenburger Land, der Kleingärtner Wolfgang Preuß, überreichten die entsprechenden Fördermittelbescheide an Vertreter von 9 Kleingartenvereinen aus dem Stadtgebiet. Die beiden größten Einzelposten dieses Jahres wurden jeweils für die Herstellung eines Parkplatzes bereitgestellt. Rund 13.500 Euro für die Kleingartenanlage Friedenseck, knapp 13.000 Euro für die Anlage am Sportplatz in Zetscha. Für die Sanierung des Dachs des Vereinshauses und für die Wärmedämmung gehen rund 5.400 Euro an den Kleingartenverein Immergrün. Rund 7.000 Euro erhält der nach Heinrich Heine benannte Kleingartenverein für die Instandsetzung des Hauptweges. Immerhin rund 500 Euro bekommen die Gartenfreunde Grüne Höhe für die Erneuerung von 4 Fenstern des Vereinsheims. Die Kleingartenanlage Volkswohl kann mit rund 700 Euro eine aus Sicherheitsgründen erforderliche Baumfällung samt Ersatzpflanzung finanzieren. Für Rodungsarbeiten stehen in der Kleingartenanlage Glück auf Altenburg rund 9.600 Euro bereit. Die Herstellung von 2 Behindertenstellplätzen und einer Begegnungsstätte in der Kleingartenanlage Bergmannsfreud wird mit knapp 6.000 Euro unterstützt. Und schließlich erhält die Kleingartenanlage Güntersgärten knapp 6.300 Euro für den Bau von 5 Parkplätzen. Altenburgs Bürgermeister wünschte den Vertretern der Vereine viel Erfolg bei der Umsetzung der Projekte. Er sagte zudem, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass die Stadt das Kleingartenwesen auf diese Weise fördere. Und meinte, wir müssen unbedingt Lobbyarbeit betreiben. Ja, also das ist doch mal eine gute Sache für alle, die den Garten wohlgesonnen sind. Und ich denke mal, das sind sehr viele.
Ja, und viele von euch haben sicherlich auch einen Garten. Es ist einfach für das Wohlbefinden der Seele wichtig, auch mal abschalten zu können in seinem grünen Paradies. Ja. Neues gibt's auch aus der Bibliothek, und zwar lautet das Motto dort: Ich bin eine Leseratte. Pünktlich zu dem Sommerferien wartet die Altenburger Stadtbibliothek mit einem attraktiven Projekt für alle Schüler der 3. bis 6. Klassen auf. Ob sie nun in den Urlaub fahren oder nicht, Abenteuer können die Jungen und Mädchen auch zu Hause erleben. Für die Schüler stehen ab sofort 6 Bücher in je 15 Exemplaren zum Ausleihen bereit. All die Geschichten oder auch nur eine dürfen von den Leseratten gelesen werden. Anschließend gilt es, Fragen zu beantworten. Dafür gibt es extra ein Leseheft, das die Kinder ausfüllen oder mit eigenen Zeichnungen versehen können. Zum Abschluss des Projekts, das bis zu den Herbstferien läuft, nehmen die Leseratten an einer Verlosung teil und werden zu einem Fest eingeladen. Nun also kann's losgehen. Auf in die Bibliothek und viel Spaß mit den Heldinnen und Helden der Leserattenbücher 2016. Ja, die Bücher, die ausgeliehen werden können, stehen nochmal in der Nachricht drinne, und die könnt ihr lesen unter www.abg-info.de/show9. Dort ist dann der Link zu der Nachricht. Ja. Und da die Sommerferien jetzt kurz bevorstehen, haben wir mal so von den 3 Jugendhäusern in Altenburg die Sommerferienprogramme hier. Und los geht's mit den Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in Altenburg Nord. Los geht's am 27.06. mit dem Ferienstart unter dem Motto: Fruchtig, bunt wird geplubbert mit Bubletee. Ja, Mittwoch geht's dann ins Südbad, und Donnerstag gibt's eine Schnipseljagd. Ja, in der zweiten Woche geht's auch wieder ins kühle Nass, auch mal wieder ins Südbad. Und an dem Donnerstag der Woche kann man die Sonne genießen beim Besuch des Wasserspielplatzes an der Klinik für Psychiatrie in Altenburg mit einem Picknick. Ja, die dritte Woche, Montag, gesundes Essen selbst gemacht, da geht es um Tacos. Dienstag ist dann ein Dartturnier und auch ein Mädelstag, da geht es um Masken, Frisieren und Mädelsthemen halt. Am 14.07., also das ist dann der Donnerstag, geht es dann um Olympische Sommerspiele im KJH mit lustigen Sportstationen. Die vierte Woche beginnt mit dem 18.07. und zwar geht es da Badespaß am See und Besuch des Sinneslabyrinth am Lindenau-Vorwerk. Ist bestimmt auch sehr schön. Und den Dienstag geht es nach Belantis bei Leipzig. Am 20.07. dann, das ist der Mittwoch drauf, geht es in den Leipziger Zoo. Und am 21.07. geht es sogar paddeln in Leipzig an den Kostbudener See. Die fünfte Woche hält auch wieder viel vor, und zwar am 25.07., das ist der Montag, geht es ins Freibad nach Waldenburg. Am 27.07., das ist der Mittwoch, geht es auf die Sommerrodelbahn Burg Nannstein. Und am 28.07., der Donnerstag, Badespaß am Heimbergsee. Wie gesagt, wir können nicht alles hier nennen, lest es dann einfach nach und sucht euch die Themen raus. Ja, die sechste Woche noch kurz, da gibt es am 2.08. ein Kickerturnier. Und am 3.8., das ist dann am Mittwoch, geht es auch nochmal ins Südbad. Bevor dann am Freitag der Kinobesuch in Altenburg stattfindet. Am 9.8. ist dann die Ferienabschlussfeier bei Musik und Tanz. Ja, das war das Jugend- und Kinderhaus der Johanniter. Geht es gleich mal rüber zum Abstellgleis. Die planen auch immer wieder viel. Und neben den täglichen Angeboten wie Freunde treffen und Spaß haben, Musik hören, basteln, Sport und Spiel, findet im Kinder- und Jugendtreff Abstellgleis Folgendes statt. Donnerstag, den 30.06. geht es in den Sonnenlandpark. Donnerstag, den 7.07. geht es in den Kletterpark nach Gera. Donnerstag, den 21.07. Bauspielplatz Wilder Westen in Leipzig. Donnerstag, 28.07. geht es nach Zwickau ins Strandbad. Und Donnerstag, den 4.08. ja, da wird dann gezeltet im Garten des Abstellgleises mit Badespaß, Grillabend und Lagerfeuer. Ja, und Montag, 8.08. ist dann schon wieder alles vorbei. Da ist dann Ferienabschlusstag mit Badespaß im Freibad in Schelditz. Ja, Anmeldungen sind hier wichtig. Also wie gesagt, ihr findet dann die Meldung für das Angebot des Abstellgleises auch auf unserer Seite. Geht's weiter zum Sommerferienprogramm im Eastside. Am 30.06. geht's nach Gera in den Kletterwald. Am 7.07. Fahrt in den Wildpark nach Leipzig. 14.07. ist eine Turmbesteigung, also unter dem Motto Altenburg aufs Dach steigen. 21.07. Erlebnis im Freizeitpark Lichtenau.
28.07. Wird eine Fahrradtour nach Pana gemacht und am 4.08. wird der Inselzoo inklusive Rudern und Tretbootfahren besucht. Am 10.08. ist dann hier der Ferienabschluss mit Knüppelkuchen und Grillen. Ja, alle Zeiten und eventuelle Preise erfahrt ihr dann bei den jeweiligen Meldungen auf www.abg-info.de bzw. in den Shownotizen auf www.abg-info.de/show9. Oh, ja, ich bin jetzt ganz außer Atem. Nichtsdestotrotz geht's jetzt weiter. Ereignisreiche Tage in Altenburg für Gäste aus Weißrussland. Ja, wir hatten, glaube ich, auch schon berichtet. 10 Mädchen und 10 Jungen aus der Gegend um Tschernobyl verbringen zurzeit in Altenburg und der Umgebung erholsame und erlebnisreiche Tage. Und zum 10. Mal ist es das Magdalenenstift, das gemeinsam mit der Initiativgruppe um Gabi Körmse den Urlaub organisiert. An dem ernsten Hintergrund der Reise hat sich leider in all den Jahren nichts geändert. Die Kinder aus Weißrussland im Alter von 8 bis 13 Jahren leiden an den Spätfolgen der Reaktorkatastrophe, denn sie leben in einer davon stark betroffenen Gegend. In Vertretung des Altenburger Oberbürgermeisters begrüßte die Leiterin des Hauptamtes der Stadtverwaltung Petra Franz die weitgereisten Gäste am Montag dieser Woche im Rathaus. Nach der Besichtigung des altehrwürdigen Gebäudes ging es dann hoch hinaus auf dem Hausmannsturm im Schlossgelände. Zu den weiteren Höhepunkten des Tages gehörte eine Führung durchs Landestheater, wo die Jungen und Mädchen einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten. Viel Spaß hatten die Kinder ebenfalls an dem Tag im Inselzoo, wo sie eigenhändig einige Tiere füttern konnten. Und obwohl auch der Bootsverleih montags zu hat, durften die Kinder eine Runde auf dem großen Teich drehen. Ja, das ist eine schöne Geste. Und ja, wir danken damals dem Stefan Riechel und seinem Team, die das gut gemanagt haben. Zu hoffen bleibt auch, dass die weitgereisten Gäste in der Zeit ihre Alltags- und Gesundheitssorgen für eine Weile vergessen können. Ja, und nun berichten wir nochmal von der Fotoausstellung 1000 Jahre Altenburg. Ja, und zwar gefällt den Besuchern das Gezeigte sehr. Wir konnten ja selber zur Museumsnacht Fotos machen dort und ich muss persönlich auch sagen, es war ganz interessant. Die zur diesjährigen Museumsnacht eröffnete kleine Fotoausstellung zu den tollen Tagen der 1000-Jahr-Feier Altenburgs im Jahr 1976 stieß bei den Besuchern durchweg auf positive Resonanz. Das ist im ausgelegten Gästebuch nachzulesen. Also wir können es auch anschauen, ist wirklich schön geschrieben da drinne. Ja, in den Tagen nach der Museumsnacht nutzten 567 Besucher die Möglichkeit, sich 40 Jahre zurückversetzt zu fühlen. Am Abend übrigens der Museumsnacht selbst wird geschätzt, dass ca. 1200 Interessierte die Ausstellung besucht haben. Einer von den 1200 war ich dann. Ja, 1976, da war ich ein Jahr alt und meine Eltern hatten da gerade zu diesem Zeitpunkt viel Stress. So ist das halt, ne? Gut. Anderes Thema, kommen wir nun zu Verkehrsmeldungen, was die nächste Woche betrifft. Und zwar geht es bereits am Montag los mit der Vollsperrung an der Pleiße in Schechwitz. In der Zeit vom Montag, 27. Juni, bis voraussichtlich zum 15. Juli 2016 kommt es aufgrund einer Kabelverlegung im Auftrag der NVAM zur Vollsperrung der Straße an der Pleiße in Schechwitz. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ja, und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Teichstraße ist am Dienstag gesperrt. Wegen einer Kranstellung muss die Teichstraße in der kommenden Woche erneut gesperrt werden. Betroffen ist wieder der Bereich vor der Großbaustelle. Die Vollsperrung erfolgt am Dienstag, den 28. Juni. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ja, und Dienstag gibt es auch eine Vollsperrung in der Auenstraße. Am Dienstag, den 28. Juni, kommt es in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im Bereich der Auenstraße 10 bis 17 zur Vollsperrung. Grund ist der Ersatz einer Trafostation mit Kabelverlegung. Eine Umleitung ist auch hier ausgeschildert. Und am Mittwoch ist dann ein Abschnitt der Einsteinstraße gesperrt. Am Mittwoch, den 29. Juni, beginnen Bauarbeiten in der Albert-Einstein-Straße. Und zwar werden dort Trinkwasserleitungen neu verlegt. Die Bauarbeiten finden in mehreren Bauabschnitten statt. Im ersten Bauabschnitt wird die Albert-Einstein-Straße im Abschnitt zwischen Erich-Meter-Straße bis einschließlich Kreuzungsbereich Spinoza-Straße voll gesperrt. Die gesamte Maßnahme dauert voraussichtlich bis zum 4. November 2016. Ja, alle Links zu den Informationen findet ihr wie gehabt in den Shownotizen unter www.abg-info.de/show9. Ja, nun gut, wenden wir uns mal den aktuellen Nachrichten dieser Woche aus dem Altenburger Land zu. Unter dem Motto Hurra, ich bin ein Schulkind, haben wir eine Mitteilung aus Schmölln erhalten. Wie jedes Jahr verlassen auch in diesem Jahr viele Jungen und Mädchen ihre Kindereinrichtung, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
So auch die Schulanfänger der Kita Kastanienhof Schmölln. Ich sage ungern Kita, deswegen werde ich beim nächsten Mal, wenn ich es nicht vergesse, Kindergarten sagen. Aus diesem Anlass feierten sie ein Abschlussfest gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Eltern. Schon am Mittag gab es die erste Überraschung, denn es gab nicht das alltägliche Mittagessen aus der Großküche, sondern ein Happy Meal von McDonald's, welche eine Mutti in Eigeninitiative organisierte. Ja, hoffentlich gibt es das dann nicht so oft, denn ja, wir wissen ja alle, McDonald's macht nicht gerade so eine gute Figur und ist auch nicht so gesund. Am frühen Nachmittag bekamen die Kinder ihre eigenen Abschluss-T-Shirts überreicht. Danach ging es endlich mit dem Zug nach Nöbdenitz los. Und von da aus ging es dann wieder zu Fuß in die Kita, wollte ich jetzt sagen, in den Kindergarten Rasselbande zum Vesper. Vielen Dank auch an diese Einrichtung, welche uns dort einen Unterschlupf gewährte. Weiter ging es dann mit einer Wanderung auf den Erlebnispfad zur Roten Mühle, wo die Eltern in eigener Initiative die Begebenheiten liebevoll schmückten und zum Empfang bereitstanden. Dann war auch schon die nächste Überraschung vorbereitet. Die Eltern hatten eine erlebnisreiche Kutschfahrt organisiert. Danach gab es dann noch eine Stärkung mit Rostern, Steaks und Spirellis. Nebenbei hatte sich auch noch ein Clown dazu gesellt, welcher für die Kinder Luftballonfiguren formte. Abschließend konnten alle sagen, es war ein schöner Tag und auch das unbeständige Wetter konnte an diesem Tag keinen die gute Laune verderben. Ja, also ich kann mich gar nicht erinnern, wie mein Abschluss war, aber dieser Abschluss von den Kindergärten klingt sehr schön. Und noch eine Meldung aus Schmölln. Jetzt ist das Knopfmaskottchen auch als Plüschtier erhältlich. Wer gerne kuschelt, ja, kann dann so ein Plüschtier haben. Das große Knopfmaskottchen zur 950-Jahr-Feier von Schmölln gibt es nun auch in klein zum Knütteln für daheim. Das etwa 20 cm große Plüschtier ist ab sofort in der Stadtinformation Schmölln und in einigen städtischen Einzelhandelsgeschäften zum Preis von 7,50 Euro neben vielen weiteren Souvenirs zur 950-Jahr-Feier käuflich zu erwerben. Ja, und das war's auch schon für diese Woche aus dem Altenburger Land. Mir kommt so vor, je wärmer es wird, umso weniger aktuelle Informationen gibt es. Oder die Urlaubszeit beginnt langsam, also man weiß ja nicht. Okay, dann spielen wir mal das Intro ab. Übrigens von Trends and Dark und schauen uns dann danach gemeinsam die Sportnachrichten und Polizeimeldungen an. It's the summer highlight. Ja, und da sind wir wieder nach dem Intro für euch bei APG Info on Air, der 9. Sendung. Ja, es ist immer noch warm hier. Ja, und nun zu den Nachrichten vom Sport. Ja, mein Bürostuhl quietscht hier so vor sich hin. Bitte entschuldigt auch die heutige Tonqualität. Sicherlich ist da irgendeine Einstellung im Moment nicht perfekt, beziehungsweise mein Laptop hier, der tut auch etwas rauschen, das ist die Lüftung. Ja, mal schauen, was man da machen kann. Es kann ja noch besser werden. Okay, nun aber zum Sportlichen von der Woche. Der ZFC Meuselwitz konnte weitere Neuverpflichtungen machen. Unter anderem Steven Braunsdorf wechselt auch zum ZFC Meuselwitz. Der Stammtorhüter der TSG Neustrelitz wechselt zur neuen Saison zum ZFC Meuselwitz. Der ursprünglich noch bis 2017 laufende Vertrag bei den Mecklenburgern wurde bereits in der letzten Woche aufgelöst. Beim ZFC hat der gebürtige Zerbster, der in Jena die entscheidenden Ausbildungsjahre verbracht hat, einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Auch der Ex-Jener Yves Brinkmann kommt zum ZFC Meuselwitz. Neben Torhüter Steven Braunsdorf wechselt Mittelfeldspieler Yves Brinkmann von der TSG Neustrelitz für 2 Jahre zum ZFC Meuselwitz. Er ist im Mittelfeld variabel einsetzbar und absolvierte bislang 74 Regionalligaspiele sowie 3 Spiele in der dritten Liga. Na, dann wird das bestimmt dies Jahr auch eine interessante Saison für den ZFC Meuselwitz. Eine weitere Meldung kommt vom Judo, und zwar vom SV Rositz. Unter dem Motto
Toller Turniererfolg für den SV Rositz, erhielten wir folgende Mitteilung. Beim letzten Turnier vor der Sommerpause haben die Rositzer Judoka richtig gut abgeschnitten. In Auma fand am 18. und 19. Juni der Pokal der Sparkasse Gera Kreiz statt. Die Rositzer sind nur am Sonntag in der Altersklasse U10 und U14 angetreten. Insgesamt gingen 16 Judo-Vereine an den Start. Alle Kämpfe gewannen in der Altersklasse U10 bei den Mädchen Lara Oehlmann und in der Altersklasse U14 bei den Jungen Vincent Adelt und Maurice Külbel. Sie erhielten die Goldmedaille. Über die Silbermedaille freute sich Nele Bendorf, Altersklasse U10. Nelly Thomas, Felix Grunau und Hans Frieden erkämpften sich in ihrer Gewichtsklasse die Bronzemedaille. Lilly Sagewitz, Altersklasse U10, und Marvin Lehmann, Altersklasse U14, belegten durch das Poolsystem in ihren Gewichtsklassen den 5. Platz. Überraschend schaffte es der SV Rositz mit dieser guten Leistung in der Mannschaftswertung auf den 4. Platz. Und nur 3 Punkte fehlten zum 3. Platz. Ja, wir von APG Info gratulieren euch auch recht herzlich und weiter so. Jetzt haben wir nochmal einen Rückblick zum Skatstadtmarathon. Da haben wir ja auch schon viel berichtet drüber. Wie bereits berichtet, begeisterte der 8. Skatstadtmarathon nicht nur die Läufer und Läuferinnen, sondern auch die Gäste auf dem Markt und an der Laufstrecke. Auch in diesem Jahr waren viele Läufer im Sinne der sozialen Förderung unterwegs, so auch Sandra Atanasov. Sandra Atanasov ging für das Freude am Laufen-Team, das Team hatte übrigens 103 Läufer und 13 Kinder, auf der 13,3 Kilometer Strecke an den Start und absolvierte diese in einer Zeit von 1 Stunde, 6 Minuten und 8 Sekunden, wobei sie von 122 Frauen in der Gesamtwertung den 5. Platz sowie in der Altersklasse 30 bis 34 Jahre den 2. Platz errang. In diesem Jahr nahm zusammen mit Sandra Atanasov auch ihr Trainingspartner, der Judoka Simon Jakob, teil. Dieser belegte auf der Halbmarathonstrecke bei einer Zeit von 1 Stunde, 35 Minuten und 50 Sekunden den Platz 21 bei der Gesamtwertung der Männer und somit den Platz 3 in der Altersklasse 20 bis 29 Jahre. Am Ende des Skatmarathons konnte man sich über eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 3.000 Euro freuen. Also das ist wirklich klasse Leistung. Diese Spendensumme wird für die soziale Förderung von folgenden Projekten verwendet. 1.000 Euro erhält der Junior Cup zur Förderung des Jugend- und Nachwuchssports in Altenburg. Die restlichen 2.000 Euro werden an 3 Jugendclubs, das Kinderheim in Altenburg sowie an das Pont de Queue in Weißenfels verteilt. Tolle Sache, macht weiter so. Und ja, ich kann nur sagen, wir sehen uns nächstes Jahr zum 9. Skatstadtmarathon in Altenburg. Und die letzte Nachricht vom Sport kommt vom Sportschießen. Es handelt sich um die 26. Thüringer Landesmeisterschaft im Sportschießen in Suhl. Und da waren die Schützen aus dem Altenburger Land ziemlich treffsicher. In der Pressemeldung heißt es, am vergangenen Wochenende fanden im Suhler Schießsportzentrum die 26. Thüringer Landesmeisterschaften in einer Vielzahl von schießsportlichen Disziplinen mit Luft- und Kleinkalibergewehr und Pistole statt. Wie in dem Vorjahr konnten über 400 Sportschützen aus 92 Thüringer Vereinen auf der modernen Anlage ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt waren auf dem Suhler Friedberg 764 Einzelstarts und 88 Mannschaftswertungen zu verzeichnen. Bei den Pistolenschützen sorgte das Nachwuchstalent Falk Zareus für eine Überraschung. Der Newcomer der NSG Schmölln schoss sich mit der Luftpistole in der Jugendklasse mit beachtlichen 352 Ringen an die Spitze und holte Gold. Den 2. Landesmeistertitel sicherte sich Andreas Fuchs mit der Pistole auf der 50-Meter-Bahn. Bei den Gewehrschützinnen räumten die Frauen vom SV Lucca auch in diesem Jahr wieder ab. Inken Günther holte in der Damenaltersklasse jeweils Gold mit dem Luftgewehr 366 Ringe, im KK-Gewehr Liegendkampf 577 Ringe und der Disziplin KK-Gewehr 3x20 535 Ringe. Lucy Hannesek konnte sich übrigens über 6 Medaillen freuen. Mehr an Ergebnissen könnt ihr in der aktuellen Mitteilung erfahren unter www.abg-info.de/show9. Ja, und wie jede Woche nochmal der Aufruf an alle Vereine. Schickt uns eure Spielberichte und aktuellen Informationen zu, denn nur so könnt ihr euren Bekanntheitsgrad erweitern und zeigen, dass es euren Verein gibt. Ja, macht also auf eurem Verein aufmerksam, am besten bei abg-info.de. Und für alle, die mehr Informationen vom Sport wollen, geht auf unsere Seite www.abg-info.de und dann auf die Rubrik Sport.
Ja, nun gut, jetzt aber mal zu den Meldungen der Polizei. Und wie immer wird der Polizeibericht präsentiert von Fahren Fetzt, eurer Fahrschule im Altenburger Land. Ja, und wir haben folgende Meldungen im Zeitraum vom 18.06. bis 19.06. für euch rausgesucht. In Altenburg wurde ein Ladendieb gestellt. Ein Ladendetektiv konnte am 17.06. gegen 18 Uhr beobachten, wie eine männliche Person sich Waren einsteckte und anschließend den Kassenbereich des Kaufland in Altenburg Nord passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Die männliche Person wurde durch den Ladendetektiv gestellt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten in der Folge die Identität des 22 Jahre alten Täters klären und fanden bei der Durchsuchung der Person und dessen Sachen noch weiteres Beutegut auf. Und es gab in Schaschelwitz auch einen Unfall unter Alkoholeinfluss. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Pöschwitz und Schaschelwitz kam es am Samstag, dem 18.06. um 11.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, welche sich auf der engen Plattenstraße im Gegenverkehr begegneten. Der 66 Jahre alte Fahrzeugführer eines VW und der im Gegenverkehr fahrende 36 Jahre alte Fahrer eines VW Golf stießen an einer unübersichtlichen Straßenkrümmung mit ihrem Pkw zusammen. Beide Fahrzeuge wurden im linken Frontbereich so stark beschädigt, dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Caddy-Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum Altenburger Land durchgeführt. Am 20.06. konnten wir dann Folgendes berichten. Es wurde in einen Garten eingebrochen in Altenburg. Im Zeitraum vom 18. zum 19.06. wurde durch unbekannte Täter die Holzeingangstür zu einem Garten in der Gerhard-Hauptmann-Straße gewaltsam geöffnet. Die Einzelteile der Tür wurden dann in einen Teich geworfen. Weiterhin wurden aus dem unverschlossenen Schuppen diverse Sachen entnommen und ebenfalls in den Teich geworfen. Im Schuppen selbst wurde eine Wasserpumpe beschädigt, so dass es durch das austretende Wasser zu Beschädigungen an Schuppen und einer massiv gemauerten Laube kam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447 4710 melden. Am 21.06. erreichte uns folgende Meldung der Polizei. Ebenfalls wurde wieder eingebrochen, und zwar diesmal in einen Schuppen in Altenburg. Im Zeitraum vom 16.06. bis 20.06. wurde durch unbekannte Täter die Tür eines Schuppens am Theaterplatz gewaltsam geöffnet. Aus diesem entwendeten der oder die unbekannten Täter einen Rasenmäher, ein Fahrrad Coupe, schwarz-weiß und einen Handwagen sowie eine Gasflasche. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweis zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte auch wieder bei der PI Altenburger Land unter 03447 4710. Ja, und Fahren ohne Fahrerlaubnis gab es auch noch. Und zwar wurde durch die Beamten der PI Altenburger Land ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw VW am Stadtwald kontrolliert. Der Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorweisen. Es zeigte sich, dass ihm bereits im Jahr 2004 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Eine Atemalkoholbestimmung ergab zudem einen Wert von 0,48 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ja, also ist wie gesagt allerhand zurzeit los. Am 22.06. konnte die Polizei Folgendes berichten. Es wurde eingebrochen in Büroräumlichkeiten der Stadtverwaltung Altenburg. Im Zeitraum vom 20.06. gegen 16 Uhr bis 21.06. gegen 6.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Altenburg in der Straße Neustadt ein. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe eines Büros ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Büro wurde das Mobiliar durchsucht, entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei Altenburg ermittelt in dieser Sache wegen des Versuchs, des besonders schweren Falls, des Diebstahls und bittet Zeugen, sich zu melden. Und in Meuselwitz kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am 21.06. in der Zeit von 15 bis gegen 20 Uhr die Beifahrerseitenscheibe eines Pkw Mitsubishi ASX der Farbe Rot eingeschlagen. Der Wagen war im Tatzeitraum in der Kröbacher Straße abgestellt. Hinweise zur Tatentäter erbittet die Polizei Altenburg unter der Telefonnummer 03447 4710. Ja, und weiter geht's. Im Windeschleuber wurde auch mal wieder ein Ladendieb gestellt. Am 22.06. gegen 17 Uhr wurde ein 26-jähriger Altenburger im Obi-Markt im Windeschleuber beobachtet, wie er eine Taschenlampe sowie Klebstoff aus dem Regal entnahm und in der Gartenabteilung über den Zaun warf, um sie später dort abzuholen.
Der 26-Jährige wurde daraufhin von einem Mitarbeiter angehalten und da er sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei gerufen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei wurde informiert, dass ein geistig verwirrter Patient aus der Psychiatrie in der Zeitzer Straße vermisst werde. Die anschließende Suche sowie die Befragung möglicher Kontaktpersonen verlief negativ. Um 19.45 Uhr des gleichen Tages teilte die Psychiatrie mit, dass der 32-Jährige selbstständig wieder zurückgekommen ist. Die Suche wurde eingestellt. Und heute kamen noch folgende Nachrichten rein. Es wurde ein PKW-Anhänger entwendet. Am 23.06. im Zeitraum von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr wurde auf der Hauptstraße in Göhren ein PKW-Anhänger entwendet. Der Anhänger war zum Tatzeitpunkt mit einem PKW verbunden und mit 10 Sack Spezialestrich beladen. Unbekannte Täter hängten den PKW-Anhänger vom Fahrzeug ab und klauten diesen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447-47110 melden. Und es gab einen Unfall mit Rehwild in Treben. Zu einem Wildunfall kam es am 23.06. gegen 3.55 Uhr auf der Verbindungsstraße von Lehma nach Windersdorf. Ein 36-jähriger Fahrer eines PKW Audi befuhr die Straße in Richtung Windersdorf, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Das Reh wurde durch den Zusammenprall getötet. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Ja, und da sind wir nun durch mit den Polizeinachrichten dieser Woche. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de in der Rubrik Aktuelle Polizeinews nachlesen. Ja, und wie immer heißt es nach dem Polizeibericht jetzt die aktuellen Veranstaltungstipps für dieses Wochenende. Da haben wir für euch jetzt einmal das Wildschwitzer Volksfest 2016 vom 24.06. bis 26.06. Das traditionelle Wildschwitzer Volksfest beginnt in diesem Jahr am 24.06., also heute ab 21 Uhr, mit der legendären Wildschwitzer Festzeltfehde. Holly und Johnson sind Bowfinger at Night und DJ Pip. Ja, die beiden DJs heizen den Leuten ordentlich zur aktuellen House- und Blackmusik ein. Die Sounds sind in knackigen Beats gepackt und bringen die Tanzfläche zum Beben. Das Ganze ist gepaart mit Disco-Classics im eigenen erzeugten Remix-Style. Dieses Jahr auch wieder mit am Starten zuständig für das Warm-Up die Jungs von Gulasch-Musik. Ja, also, wie gesagt, das wird ein heißes Wochenende in Wildschwitz. Nähere Infos zu dieser Veranstaltung auf unserer Seite. Den Link zu dieser Veranstaltung findet ihr unter unseren Shownotizen www.abg-info.de/show9. Ja, und weiter geht's mit einer Veranstaltung in der Sachs-Club-Zone Schmölln. Heute ist Birthday Party XXL. Du hast im April, Mai oder Juni Geburtstag und willst es mit deinen Freunden richtig krachen lassen? Dann bist du im Sachs genau richtig. Denn du erhältst bis 24 Uhr freien Eintritt für dich und zwei deiner Freunde. Dazu bekommst du noch eine Flasche Sekt gratis. Dies betrifft alle Gäste, die im April, Mai und Juni Geburtstag haben. Also bitte Ausweis vorlegen. Als DJ ist für euch im Main Floor DJ Chan von Fleet. Ja. Und zum 31. Mal findet in diesem Jahr auch das Garbesdorfer Vogelschießen statt. Und zwar am 25. Juni in Garbesdorf beim Quellenhof. Ja, die Meldung dazu: zum 31. Mal findet das traditionelle Dorffest Garbesdorfer Vogelschießen auf dem Kunst- und Kulturgut Quellenhof statt. Ein Event für die ganze Familie mit 2 Tagen Programm, Bratwurst und einem Schützenkönig, veranstaltet vom Heimatverein Göpfersdorf. Ebenfalls morgen am 25. Juni findet das Kinder- und Jugendfest am Bismarckturm statt. Dies beginnt 11 Uhr und endet 17 Uhr. Spaß, Spannung und Spiel ist gegeben. Auch das 8. Weißbacher Johannesfest findet dieses Wochenende statt. Ab 15 Uhr im Weißbach, im Pfarrhof, unter anderem mit einem Konzert des Gospelchors Colors of Soul, ungefähr 17 Uhr. Wie gesagt, Änderungen sind immer vorbehalten bei solchen Veranstaltungen. Ja, des Weiteren haben wir in der Stausee-Gaststätte in Fockendorf folgende Veranstaltung: Sommertanzparty mit Elvis-Double. Es ist wieder soweit. Unsere große Sommerfete auf der Terrasse steigt. Bei freiem Eintritt gibt's die Hits der 70er, 80er, 90er und von heute.
sowie ein Live-Künstler, diesmal Elvis, natürlich in Double. Eine Reservierung ist dringend empfohlen. Beginn ist ab 19 Uhr. Und der letzte Veranstaltungstipp für heute ist der Sonnentanz, und zwar im Lokschuppen Meuselwitz. Team Holzrolle und die Jungs von Gulaschmusik werden für euch wieder eine Party im Lokschuppen veranstalten. Mit leckeren Getränken und guter Haus- und Blackmusik wollen wir gemeinsam den Sommer begrüßen. Ja, und alle Links zu den Veranstaltungstipps, zu den aktuellen Informationen, findet ihr unter www.abg-info.de/show9. Ja, und ich danke euch schon mal fürs Zuhören. Ihr habt sicherlich auch heute mitbekommen, dass der Ton nicht ganz so toll ist. Ja, hatte ich auch schon mal während der Sendung erwähnt. Ja, und jetzt habe ich festgestellt, die Hitze hat mir ein Stüppchen geschlagen. Ja, ich habe hier nun so ein schönes Mikrofon, und in meiner Aufnahmesoftware habe ich natürlich ein falsches Mikrofon eingestellt. Ja, natürlich das vom Laptop. Ja, es tut mir leid. Das nächste Mal wieder mit dem guten Mikrofon. Denn bei der Hitze habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr, nochmal 3 Stunden ja, aufzunehmen. Alles klar, in diesem Sinne ein schönes Wochenende euch. Alles klar, bis denn, euer Uni. It's the summer highlight.